Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Phasmophobia. Heute wieder mit dem, wo ist er denn? Da hinten ist er, der Zen. Guten Tag, Zen. Tag. Und hier ist der liebe Chris. Hi. Nick. Die Amy ist heute nicht dabei. Also heute mal eine Männerrunde. Und ich. So, von mir aus können wir. Von mir aus können wir, ja gut, dann starten. Auf bereit, ne, war das, ne? Auch bereit war das, ja. Okay. Bereit. Ich bin eigentlich gar nicht bereit, aber... Ja. Ich mach mal schnell meine Spezi auf und steh die schon mal weiter weg. Was schmeißt du so um? Ja, schön auf der Tastatur alles. Und das hat bestimmt richtig geploppt gerade bei YouTube. Oh Mann, oh Mann. Fassmo natürlich wieder mit Facecam, ganz klar. Bei Horrorspielen ist das sehr angebracht, ja. Macht schon Sinn. Seid ihr schon drin? Nee. Ich glaube, mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich das Spiel diesmal nicht auf die SSD gepackt habe und deswegen ist etwas länger lädt. Sollte ich vielleicht auch mal nochmal nachholen. Ja, ah, jetzt. Ja, da ich mein PC noch neu gemacht habe, bin ich auch wieder Level 1. Alle Sachen weg, aber ist ja nicht so schlimm. Du musst dich nicht rechtfertigen für die Leute bei YouTube. Doch. Doch. Das verwirrt die Leute, wenn die vorher sehen, ich bin Level, keine Ahnung, 100, ja, stimmt. Und dann wieder Level 1, dann denken die, was ist denn da los? Das ist doch gar nicht mehr der Sand von vorher. Die eine Person da. Die eine Person. Und das ist Eggy. Hör ich mich so ähnlich an wie Eggy hier? Nee, ich meine die eine Person, die es guckt. Ach so, die eine Person, die es guckt. Also ihr habt ja Glocken hinten dran. Hier, die hast du auch auf. Geil. Das siehst du natürlich nicht, aber man hat ja auch kein Spiegelbild, also, naja. Oh Mann, ihr habt bestimmt irgendwas ausgesucht, wo ich mir jetzt richtig in die Hose pisse. Nee, du kannst ja nur den Ort aussuchen und die Schwierigkeit, also. Hast du Chris eigentlich erzählt, dass ich letztes Mal den Van einfach wieder weggeschickt habe? Nee, ich glaube ja. Ich mach die Klappe auf, Klappe zu, zack, weg war er wieder. Das war gleich der erste Auftrag. Ja. So, was war. Was kann man mit diesem komischen Ding hier machen? Was denn? Achso, das ist ein Parabolmikrofon. Angeblich kann man damit Geräusche aus Entfernung aufzeichnen. Aha. Wie genau das jetzt funktioniert. Also, das schlägt mal aus, mal nicht. Also, dann das hat jetzt noch nicht so ganz geklappt. Dann kommt das wieder weg. Kann man auf größeren Karten mal verwenden, um vielleicht ungefähr die Richtung zu lokalisieren, aber. Ja. Was nehme ich denn noch? Ach, das Ding war nicht schlecht. Ja, das stimmt. Und das Radio. Haben wir genug Taschenlampe? Ich muss echt eine Epilepsie-Dings-Warnung vormachen. Wäre besser. Gut, wen haben wir denn? John White. Ja. Sagen wir dann, nur auf Personen, die alleine sind. Okay, also passt sicher, dann können wir gleich uns ein bisschen aufteilen. Ja, geil, freue ich mich. Das müssen wir am Leben erhalten, weil wir sonst gar nichts mehr haben an Ausrüstung. Ich habe ja auch nichts mehr. Okay. Ja, gut, okay. Achso, was nehmen wir denn jetzt eigentlich noch mit hier? Ich habe schon Urgänsehaut, ey. Das gerade. Was? Ich hab Oh Mann, Oh Mann gesagt. Oh, es hat sich angehört wie so ein leises, entferntes Flüstern. Ach so. Ich dachte gerade, da ist ja schon. Ich soll vielleicht mal Licht anmachen. Was los? War der neue Geist, ne? Ja, das ist der Mimik, der macht Flo nach. Das ist der Phantom. Stimmt, Phantom haben wir ja auch. Ich hab mich verlaufen. Warst du hier in dem Haus schon mal? Ich nicht, nee.
Na, dann kannst du dich auch schlecht verlaufen, wenn du dich nicht auskennst. Ja. Ja, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich reinkam. Ah, doch, da. Ah, danke. Hm? Oh, ich hab hier was Schönes gefunden. Was hast du denn? Spieluhr. Oh, ja, gehen wir mal kurz da oben. Okay. Wo bist du denn? Andere Seite. Ja, das riecht sehr hell. Flo, die kannst du dir ja gleich mal einmal nehmen. Wo ist denn? Wir gehen mal kurz raus. Dieses kleine Schachtel hier? Ja, ist ja urklein. Muss das ablegen, damit du ihn nehmen kannst. Genau. Ich weiß nicht, ob ich will. ich komme hinterher. Nee, geh weg. Hören wir ihn? Ich kann die gar nicht mehr ausmachen. Nimm das. Ich will die Uhr nicht. Oh, nicht gut. Wen hat's erwischt? Ich nicht. Ach, Chris. Ich sollte die Spieluhr spielen. Ja, das ist, glaube ich, auch egal, wer die Spieluhr spielt. Letztendlich erwischt es den, der dann zum Geist hingeht. Guck mal, Chris hat sich bei mir einen Arm gebrochen. Bei mir ist der Kopf nicht da, wo er sein sollte. Bei mir ist auch der Arm, der andere Arm ist ab. Hm, komisch, fast so, sieht so aus. Stimmt, bei mir auch. Oh Mann. Ist der Chris auch im echten Leben tot, oder? Ja. Ja. Ich weiß sogar nicht, wo habe ich denn die Spieluhr hingeworfen? Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hast du die weggeworfen? Oh, ja. Fuck. Ja, ich hab's jetzt näher weggeworfen. Ich hab auf jeden Fall ein paar Fotos gemacht, also. Weil das habe ich noch geschafft. Mann, oh Mann. Ah, verdammt. Was denn? Nein. Du hast dich alleingestellt. Ja, natürlich. Weil ich mich ja auch so gut hier auskenne. Sei ich der Weihnachtsmann-Geist, wenn er solche komischen Geräusche macht? So, Weihnachtsmann. Ja, der hat wirklich diese Weihnachtsgeräusche gemacht, ne? Aber der ist doch verdammt aggressiv. Ich meine, lag das jetzt nur in der Spieluhr, oder? Eigentlich kann man es doch gleich sein lassen, wenn ich hier alleine bin. Du darfst da schon wieder stützen dich. Am besten gehst du aber mal kurz im Van und nimmst mal ein paar Pillen. Du bist bei auch wieder 1%, Digga. Echt? Ja. Und die Tür ist, glaube ich, zu, oder? Nee, noch so. Oh! Ach nee, sehe ich gar nicht, wie zu ist. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, wo er sich gerade aufhält. Ja, am besten gehst du auch nicht zurück. Oh, jetzt habe ich ihn gesehen. Warum rennt denn der so schnell? Nein! Nein! Ja. Oh. Leute. Der wurde aber geschafft wieder. Aber ich habe kleine Silhouette gesehen. Ja, der hat auf jeden Fall eine Weihnachtsmütze auf und so ein. Diese Zuckerstäbe in der Hand. Ja. Das war ja spitze. Anfänger war das ganz schön schwer. Ich glaube, wir haben uns auch mit dieser. Oh, ein Andreo war es. Mit dieser Spieluhr auch komplett die Sanity runtergehauen. Also, wir waren, glaube ich, alle bei 0%. Nice. Dann ist es klar, dass er sofort kommt. Na gut. Ja. Das war ja schon mal. Das war immer die Beste. Das hat ja schon mal Spaß gemacht. Ja, Chris, du hast ja genug Geld, sagst du. Noch, ja. Wie muss man immer für einen Auftrag denn Geld dafür ausgeben, was man da verdient? Nee, aber wenn du stirbst, sind deine Sachen weg, die du mitgenommen hast. Ach so. Und Chris hat ja gerade seine ganzen Sachen jetzt reingepackt in die Liste, die da, wie man da rechts auf der Lobby sieht. Mhm. Ja, und wenn er halt tot ist, dann. Du kriegst einen Teil wieder. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, auf den höheren nicht mehr. Mhm. Wie gesagt, deswegen macht es Sinn, wenn immer einer dabei ist, der halt alles reinpackt und der sich dann halt hauptsächlich im Van aufhält, dass er nicht verliert. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Habt ihr jetzt schon was Neues gestartet? Nee. Nee, ich glaube, Chris packt gerade noch Sachen rein, kauft ein paar Sachen. Ja. Aber du kannst die Tür ja nochmal besuchen.
Ja, ich gehe da nochmal hin. Dann. Hallo, ich trotzdem kriege ich Gänsehaut. Musst du dich dran gewöhnen, ne? Ja. Jetzt kommt der, der guckt ja noch die ganze Zeit hinterher, ne? Echt? Ja, ja. Der steht auch anders. Nee, doch, der steht gleich. Ah ja, okay. Typ, letztes Mal war es urdunkel, da konntest du die Decke gar nicht sehen. Na, da hat die Weihnachtsbeleuchtung gefehlt. Ach so, ja, frohe Weihnachten, liebe Leute. Ach ja, frohe Weihnachten. Da war ja was. Also zumindest auch hier, ich hab's gleich bei, ja, bei Minecraft sag ich's ja auch. Also hören die es dreimal. Aber es sind ja vielleicht noch nicht mal die gleichen Zuschauer. Ja. Obwohl, doch, den einen Zuschauer, den ich habe, das ist ja immer Eggy. Lass es dann nochmal bereit machen, dann können wir los. Breit. Was, ich hatte ja letztes Mal geguckt gehabt, das hatte ja keine Altersbeschränkung, Phasmo. Nee, hat keine offizielle. Also wurde noch nicht eingestuft, aber wenn ich ja jetzt hier mit Facecam und wegen Rauchen, ich glaube, ich weiß nicht, wie YouTube darauf reagiert mit Rauchen, weiß ich gar nicht. Aber hat doch, macht doch Dings auch oder nicht, Montana Black? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das macht doch alles. Was sagst du? Von Montana Black, die Videos haben glaube ich auch eine Altersbeschränkung, oder? Ich weiß gar nicht, haben die eine, ja? Also wenn, dann mache ich 16, 18 nicht, weil 18, da guckt den gar keiner. Das ist echt so. GTA guckt nur einer. Ja, bei 18, da musst du jetzt ja bei YouTube irgendwie auch deine Identität bestätigen, oder? Ja, ja, genau, kannst du jetzt nicht einfach mal so umgehen, du musst die Personaldings angeben, Nummer, Personalausweisnummer. So, wie den, James Johnson. JJ. Wenn man das sagt, kommt er bestimmt sofort. Oh, ein Schneemann. Oh, die Tür ist schon offen. Oh, jetzt draußen. Okay. Ist das hier das Festival? Das ist traurig. Wo war denn der Generator nochmal? Ah, der könnte da hinter der Hütte sein, der kann aber auch hinten bei dem anderen Zelt da, das große Ding da sein. Ah, hier ist er. Ja, der ist ja sowieso an, wir sind ja auf Anfänger. Ach so, oh, ja gut. Ja. Wie, hast du den Geist schon oder was? Nee, den Generator. Ach so. Der Generator, der die Campinglampen betreibt. Die ohne Kabel und schon Strom und so. Ja, die Gaslampen, ne? Ja. Ohne Strom laufen ja nicht. Ja. Ja, Gas ist teuer. Gas. So. Oh, nochmal schön. Oh, ein Football. Der liegt auf der Fußmatte. Echt? Oh, das war was. Schöne friedliche Nacht. Hier wird es ein bisschen schwieriger, das verfluchte Objekt zu finden. Oh, hier kriegst du wieder keine Luft hier. Ja, nicht so viel Rauchen. Ja. Oder mehr. Oder mehr, genau. Ich will immer E drücken, wenn ich das nicht machen will. Alter, hab ich mir von diesem Knatschrad fast in die Hose geschissen hier. Sind die Gegenstände, die jetzt neu sind, alle so klein wie die Spieluhr? Nee, nicht ganz. Also das Reacher-Brett ist halt so groß wie ein Reacher-Brett. Mhm. Der Spiegel ist relativ groß. Das Pentagramm müsste man eigentlich auch gut sehen können. Da sind ja auch noch 5 rote Kerzen drum.
Das war ja schon sehr klein gerade, die Uhr. Schwierig.